Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Im heutigen Part wollen wir weitermachen mit Toads Aufträgen. Und dafür machen wir jetzt Springen verboten. Auch nicht schon wieder. Zirkusdirektor, okay. Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp, halte Y gedrückt, um schneller zu laufen. Aber nur im richtigen Moment, okay. Im letzten Part hatten wir ja schon mal was, wo wir nicht springen mussten. Bei dem Hund war das, oder? Und, ja. Das war ziemlich böse. Mal gucken, wie das jetzt hier wird. Du bist auch gemein, weißt du das? Okay, ich sehe schon. Das ist hier scheinbar sehr böse. Wie soll ich denn da hoch zu der Tür kommen, bitte? Ich schätze mal, man darf sich von denen auch... Ach so, hier. Nicht erwischen lassen von den Kettengreifern, weil man da quasi auch springt. Okay. Hier ist voll das Feuer am Abgehen, alles klar. Gut, bisher ziemlich easy. Bisher. Es geht jetzt hier ab. Oh, das ist ja spannend. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich jetzt hier weiterkommen, wenn ich nicht springen darf, aber ich verstehe, okay. Nicht laufen, weil sonst springt man quasi. Beziehungsweise man darf halt nicht den Boden verlassen und dazu zählt sowas halt auch dazu. Was ist das jetzt hier? So, Moment, erstmal muss der Geister bitte weg. Wäre voll schnieke. Und das extra Leben habe ich jetzt scheinbar verkackt, oder was soll's? Ja, ich hätte erst den Geist zu mir herlocken müssen, dann das extra Leben runterfallen lassen und dann kann das hier quasi durch. Ja, das war nicht so klug von mir. Was soll's? So, hier aufpassen, aber wow. Nicht allzu schwer. Ja, und hier wäre das extra Leben dann weitergekommen. Aber was soll's? Ist nicht so schlimm, weil... Ist ja eh irrelevant für den Modus hier. Wie bekomme ich die denn? Ah, mit dem Bob-Omb, glaube ich. Der muss ich da anzünden. So. Und dann muss der hier lang und... Bumm. Haha. Voll easy. Okay, alles klar. Ich verstehe. Das verstehe ich nicht. Hä? Ich muss doch jetzt... Ah, springen wollte ich sagen, aber nee, ich kann den hier hinwerfen, dann aktiviert der den. Okay. Aber hier auch aufpassen, weil die Bumper einen halt auch springen lassen. Oh nee! Okay, da hätte ich jetzt schnell genug sein müssen. Aber okay, das wären jetzt nur so... Ja, keine Ahnung, 10 Münzen halt gewesen und noch ein paar mehr. Keine Ahnung, wie viel mehr, weil ich eben durch die... Blöcke noch ein paar mehr bekommen hätte, aber was soll's. So. Ich will so viele Münzen wie möglich haben hier. Die extra Zeit nehmen wir uns, würde ich sagen. Und jetzt bitte auch schön nach oben bringen. Ins Ziel. Wobei, ich darf ja springen. Ich darf bloß den Boden nicht berühren, aber ich darf springen. Ich darf springen, ist voll okay. Ich darf bloß den Boden nicht berühren, nachdem ich einmal abgesprungen bin. Gut, und damit sollten wir jetzt genug Münzen haben, um mit einem der Sachen hier anzufangen, weiterzubauen. Das heißt, los geht's. Willst du den Stand der Bauarbeiten sehen? Ja, okay, fangen wir mit dem Westflügel an, würde ich sagen. Kann aber beginnen, natürlich. Alles klar, an die Arbeit, Leute! So, jetzt brauchen wir halt wieder sehr viel Kohle auf jeden Fall. Die Bauarbeiten am ersten OG des Westflügels haben begonnen. Erfüll weiter deine Aufträge und schaff das Geld rein. Ja, ich weiß. Gut. 6 neue Aufträge gibt's jetzt. Gut. Wilder Kutschenritt. Wieder 3 Sterne, das gefällt mir nicht. Hit MC. Ich habe ein Level mit einer Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Der ist absolut cool. Halte Y gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten. Ja, okay, ich weiß. Ich kenne die ja aus dem ersten Teil noch. Die Clowns-Kutschen. So.
Oh ne, ist Crawling. Ernsthaft jetzt? Das gefällt mir. Ich habe hier so Münzen. Das gefällt mir schon. Ja, ich darf halt nicht da. Okay, darf ich schon. Aber halt nicht versinken darin am besten. Aber die Lava-Textur haben die echt ein bisschen schöner gemacht, oder? Die sah auch nicht so hübsch aus in NSMBU. Oh, bin ich. Oh! Fucking Steuerung. Hund, halt die Schnauze. Oh, es tut mir leid, ich bin echt dumm. Das war unnötig. Hallo, kannst du... Ey, die Steuerung ist voll komisch. Das ist genau wie mit Lakitus Wolke im letzten Part. Das ist komplett seltsam irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich dafür einfach zu blöd bin oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ist die Steuerung irgendwie anders, als ich sie gewohnt bin. Keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, ich weiß es nicht, aber es ist mega seltsam irgendwie. Geh weg. Die dürfen, ja, nicht aktiviert werden, sonst machen diese komischen Stacheln da raus. Das ist voll uncool. Wow. Du darfst genauso wenig aktiviert werden. Okay, ich dachte, ich kann den quasi umbringen mit dem mit der Clownskutsche, wenn ich auf den drauf dingse, sag ich mal, aber was soll's. Also auf den drauf stampfe, sag ich mal. Was ist hier hinten noch? Nichts weiter, oder was? Hätte ja sein können, dass noch irgendein Level, Secret ist, meine ich. Aber nö. Okay, das ist jetzt hier ziemlich cool. Mit der Feuerblume können wir jetzt drei Bälle auf einmal verschießen. Das ist das Coole daran. Das ist ziemlich nice. Boom, 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 boom. Und damit kann man doch deutlich weiter hier kommen. Und auch die Kanonen in den Abgrund befördern hier. Bam, bam, bam. Es ist echt ein cooles Level irgendwie. Auch wenn ich es ein bisschen langgestreckt finde, aber okay. Es ist halt jetzt nicht irgendwie das Spaßigste der Welt hier rumzuschießen, finde ich halt. Hätte man ruhig eine kürzere Teilspanne machen können. Aber okay, was soll's. Ich bin echt zu blöd dafür hier. Das geht noch weiter, ernsthaft jetzt. Weil hier ist ein Checkpoint. Oh, geh da rein. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, jetzt noch mehr zu machen. Ich finde das echt ein bisschen lange streckend hier. Ah, okay. Da ist das Ziel. Man muss bloß aufpassen... Bowser Junior, was soll's. So. Komm, verpiss dich da. Okay, ich kann rein. Pass auf! Okay, alles gut, alles gut. Und tschüss, Bowser Junior. Okay, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Im zweiten Versuch, aber was soll's. Das, ja. War jetzt nicht so einfach, aber eigentlich auch nicht schwer. Und meine Facecam flackert, sehe ich gerade. Jetzt gerade nicht mehr. Nur manchmal irgendwie. Komisch. So. Kettengreifer-Hängepartie. Grünschnabel-Zimmermann. Bei der Arbeit war nicht viel zu tun. Da habe ich mir ausgedacht, was man mit Kettengreifern alles machen kann, anstellen kann. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie sie fallen, was sie gerade gegriffen haben. Ah, okay. Das klingt interessant. Also werden die wohl alle irgendwas drin haben und ich muss das runterschmeißen oder so. Okay. Die müssen, ja, den Goomba greifen und jetzt hier rüber. Und ich muss den, ja, runterfallen lassen. Und der läuft jetzt hier auf dem Block drauf. Ah, da kommt ein Schlüssel raus. Ah, okay. Ja, das ist ganz cool auf jeden Fall, die Idee. So. Ah. Okay, ich muss den hier auf dem... Nein, okay.
Ich verstehe schon. Ich muss den... Hol mal einen neuen, bitte. So. Und der muss jetzt hier auf dem Block runter. Da kommt ein Pilz raus. Ah, okay, cool. Und jetzt hier runter. Ah, oh, das war zu früh. Das war leider zu früh. Okay, das ist schön. Den Pilz habe ich zwar toll verkackt, aber was soll's. So. Okay, der muss jetzt hier runter. Jetzt kommt der zweite Kettengreifer. Und nimmt ihn mit. Na komm, nimm ihn mit. So. Jetzt muss er hier rüber. Und gib mir den nächsten Schlüssel. Ja, ist ein cooles Level, finde ich, aber irgendwie... Irgendwie nervt das auch. So, komm, lass runterfallen. Irgendwie nervt das Level auch nach einer Zeit, finde ich. So, okay, wundervoll. Da hoch wäre ich jetzt nicht gekommen, die Münzen zu holen, oder? Okay, was ist das jetzt hier? Oh nein, es war zu früh. Ich muss den in die Clowns... Also, die können hier runterkommen, das ist ja böse. Ich muss einen Goomba in die Clownskutsche quasi reinlotsen. Dann kommt etwas fallen. Ah! Das ist fein. Okay. Und jetzt fährt er hier runter. Und dann muss ich ihn umbringen und mir selbst holen. Und ganz wichtig, das hier ist die Clownskutsche, die kein Feuer spucken kann. Also nicht wie... Also nicht wie die gerade aus dem anderen Level. Das ist die ganz normale Clownskutsche. Ja, ist halt nett gewesen das Level, aber ganz ehrlich, ich habe ganz normale Jump'n'Runs lieber. Halt so ein Gimmick-Zeug halt. Aber okay. Was haben wir als nächstes? Feuerball Regen in der Baumschule. Das klingt nicht gut, weil in der Baumschule, ja, sollte es nicht regnen mit Feuerbällen, zumindest meine ich. Erfahrener Zimmermann. Ich habe mir die Mühe gegeben und ein paar besonders hübsche Bäume gepflanzt. Irgendjemand müsste aber noch ausprobieren, ob sie tief genug in der Erde stecken. Und das geht am einfachsten, wenn man auf jedem Baum mal klettert und dann das Ziel erreicht. Okay. Alles klar. Auf Bäumen klettern also. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. In meinem Leben. Wow. Alles klar. Why not? Stirb, du Mistvieh. So. Also muss ich jetzt hier quasi wirklich alle Bäume beklettern, wobei. Erstmal den hier aktivieren. Ja toll. Das war. Oh, cool. Das war jetzt zu spät. Was, weil ich das erst zu spät realisiert habe, dass das vielleicht eine kluge Idee wäre, den zu benutzen, weil ich die Münzen ja brauche. Ja, was soll's. Ruhe. Hier muss ich schnell sein, dass der nicht. Oh, okay, da geht er gar nicht rein. Wow. Ich dachte, der blockiert die Münzen irgendwann. Aber scheinbar nicht. So. Ah, schade. Ich mag die 3D-World-Musik sehr gern hier in dem Spiel. Oder allgemein in den 3D-World, meine ich halt. Ich mag die Musik allgemein sehr gern. Nicht nur hier. Kannst du bitte klettern, Mario? Bam. Warum? Er klettert manchmal einfach nicht. Keine Ahnung warum. Ich will nicht. Ich drücke nach oben, aber er klettert nicht. Das ist ganz komisch. So, gib mir die Münzen her. Auch wenn es nur zwei sind, jede Münze hilft. Was war das jetzt? Er klettert manchmal einfach nicht hoch. Ganz komisch einfach. Gib mal her. Oder auch nicht. Jetzt aber. So. Nummer 11 war das jetzt, oder was?
Ja, und hier sind wir 12. Okay, ja, alles, alles gut. Wir haben es hingekriegt. Gib mir die... Nein, geh weg! Ich wollte nochmal abspringen vom Zielfall, weil ich mir die eine Münze holen wollte. Aber das geht scheinbar nicht und deswegen habe ich es jetzt verkackt. Die Vollmünzen zu bekommen, die 10 oben. Ich hätte halt noch hochklettern können, aber ich wusste nicht, dass man da nicht mehr abspringen kann. Tja, das war komplett verkackt. Super. So. Cheep, cheep, Schwärme. Oh, was? 300 Münzen, okay. Ich habe ein paar Cheep Cheeps in meinem Unterwasserlevel geworfen. Dann noch ein paar... Was? Ich habe ein paar Cheep Cheeps in meinen Unterwasserlevel geworfen und dann noch ein paar. So. Und jetzt sind es ein paar zu viel. Ist dieser Level überhaupt noch schaffbar? Ich brauche Hilfe. Hobbytaucher. Vier Falk! Ich hoffe mal, er ist noch schaffbar. Ansonsten wird das ziemlich nervig. Im NSMU-Stil. Mach doch mal schönes Stil, Nintendo. Nicht den blöden NSMU-Stil. Gib mir SMW und SMB3. Bam, 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 bam. Ich will die Münzen. Mehr will ich nicht. Ja, sehr schön hier. Wow, die kommen sich gerade gefährlich nahe, aber okay. Was haben wir jetzt hier Schönes? Noch mehr. Wow, da sind riesige Cheep-Cheeps. Oh mein Gott. Mutationen scheinbar, weil die jetzt so riesig sind. Anders ist das nicht zu erklären. Bitte schwimm schneller, Mario. Okay, die eine Münze kann ich jetzt verzichten, weil ich dann sterben würde, glaube ich. Okay. Ja, ist jetzt nicht schwer, aber auch nicht so besonders. Hallöchen, Wiggler. Also manche Level aus dem Story-Modus sind echt richtig gut und manche sind einfach so, ja, so lala, sag ich mal. Kann man sich mal geben, aber ist jetzt auch nicht das beste Level der Welt. An den Wänden brauche ich ja gar nicht gucken, ob es dann noch irgendwie weitergeht, weil man kann ja keine unsichtbaren Wände in Mario Maker platzieren. Wir haben 100 Münzen. Als ob es zu abgezählt wäre. Wir hätten 101 haben können, wenn ich die eine noch nicht, wenn ich die eine noch eingesammelt hätte, aber okay, was soll's. So, und damit haben wir jetzt fast wieder genug, um den nächsten Turm anzufangen. Leider Gottes nur fast, aber was soll's. So, Westflügel, erstes OG, fertig. Yay. 32%. Ich brauche noch mehr für die anderen, oder? Ja, hat er wieder irgendwas gesagt mit absolut fantastisch oder so, alles klar. Kanone? Und Tore. Okay, wir können auf jeden Fall jetzt hier noch weiter bauen, das finde ich gut. Dann machen wir erstmal das, weil dann halt der Bau noch weitergeht. Es braucht drei Dinger, okay. So. Ja, ich weiß, Taudette, ich weiß. Drei neue Aufträge gibt es dadurch, sehr schön. Feuer-Clown-Kutschen-Expedition. Ich würde sagen, wir machen jetzt halt währenddessen mit, oh, du hast einen Auftrag, okay. Guck mal, Mario, der gelbe Toad schläft hier einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Der Pauplock-Wecker. Wenn du mit Pauplöcken ordentlich Rabatz machst, macht die Schlafmütze sicher auf. Und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es vor Pauplöcken nur so wimmelt. Also dann, tob dich aus. Besiege alle Stachis und erreiche das Ziel, okay. Das heißt, wenn wir jetzt den gelben Toad aufwecken, gibt es bestimmt noch mehr, was wir bauen können. Das ist nice. So, besiege alle Stachis und erreiche das Ziel. Oh, ich hasse diese Wolkenmusik hier. Darf ich das mal anmerken? Kannst du ihn treffen, bitte? WTF. Was macht die Sonne hier? Geh weg. Okay, wir haben es geschafft. Ich hasse diesen Wolkentrack hier. Ich mag die neue Koji Kondo Musik echt gerne. Also, die meisten Tracks.
Wenn wir das nächste Mal den Track hören, den ich nicht mag, dann sage ich das. Aber der ist zum Beispiel einer, den mag ich nicht. Also der ist jetzt nicht scheiße oder so, aber auch nicht gut, sag ich mal. Oh, egal. So. Und da weckt er jetzt auf. Wacht er jetzt auf, meine ich. Guten Morgen. Gut geschlafen. Die ganze Zeit, als wir gebaut haben. Sieht so aus. Da können wir jetzt ja, nicht weitermachen, aber wir haben ein neues, sehr schön. Danke für die Hilfe, Mario. Der gelbe Tod ist ein bekannter Steinmetz. Was der mit einem Steinquader anstellen kann, da schackerst du den Ohren. Okay, zeig mal her. Ah, jetzt bin ich aber mal gut ausgeschlafen. Ich konnte von der Bauleiterin gewünschten Steinquader einfach nicht finden. Da habe ich mich erstmal hingelegt. Aber jetzt, wo du hier bist, ist alles geregelt. Du besorgst ganz einfach den Steinquader für mich, oder? Am besten suchst du erstmal hier. Der unterirdische Steinbruch, okay. Die Bauleiterin besteht darauf, dass wir ganz spezielle Steinquader verwenden, die es nur in den Höhlen gibt. Das Problem ist, dass sie nicht gerade einfach da rauszubekommen sind. Würdest du einen Steinquader für uns besorgen? Natürlich. Aber das Level hat nur eine Sternschwierigkeit, deswegen weiß ich nicht, was daran jetzt so schwer sein soll. Aber okay. Wenn Toad meint, dass es schwer ist, wird es schon so sein. Hier sind genug Steinquader auf jeden Fall. Das sind jetzt die Minen hier, oder was? Das sind manche dazwischen, die man aufheben könnte. Seht ihr das? Cool. Bam, bam, bam. Wow, pass auf. Ja, das habe ich jetzt zu spät gesehen. Bam, 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 bam. Hm, 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 hm. So. Aber ich finde hier momentan kein... Oh, hallo, Yoshi. Ich finde hier momentan kein Steinquader. Noch runter. Hm, hm. Kann ich euch fressen eigentlich? Oh, nice, könnte ich. Voll die Mörder. Ups, ich kann Yoshi mitnehmen. Okay, wusste ich nicht. Oder auch nicht. Kann ich ihn mitnehmen? Sieht nicht so aus, oder? Es ist nicht hoch genug. Okay, alles klar. Nein! Hä? Wo bekomme ich einen her? Mit Yoshi vielleicht oder was? Kann ich hier rausschlecken quasi? Bam, bam. Oh, bin ich dumm. Ja, Yoshi getötet! Du Mörder, Alter! Kann ich denn so ein Dings bekommen? Hä? Den hier? Ja. Wow. Das habe ich nicht gecheckt. Nein! Yoshi, komm her! Dann muss man doch mit Yoshi hier hochkommen, oder nicht? Oder... Oh, mal. Komm mal her. Nein. Oh, die Knochen trocken nerven gerade so hart. Warte mal, so.
geh weg. Dann nehme ich den jetzt hier. Gehe auf Yoshi. Ah, okay, das geht gar nicht. Da muss es irgendwie einen Weg geben, Yoshi mitzunehmen, oder nicht? Hä, bin ich dumm? Da muss es doch irgendeinen Weg geben, Yoshi mitzunehmen. Gibt es hier noch einen anderen Stein quasi, den ich mal holen könnte? Na, oben vielleicht. Nee, nicht wirklich. Oder? Ja, ich bin eh gleich tot. Den kann ich mir auch nicht holen da unten. Ist hier noch irgendwo einer, den ich mir holen könnte? Nee. Ja, ich bin tot. Hä? Oh yeah. Halt die Fresse. Bin ich gerade dumm? Mann, nicht dein Ernst. Der oben könnte ich mir vielleicht echt holen. Verpiss dich. Oh. Nee. Wo komme ich? Hä? Aber wir holen uns erstmal den ersten Dings wieder. Wenn Yoshi herkommt. So. An die nach unten komme ich ja auch nicht ran, oder? Ja, aber an den hier komme ich ganz easy ran, das ist klar. Nicht einfach doof gerade. Das muss doch irgendwie gehen. Warte mal. Ich habe gerade zwei verschiedene Ideen. Okay, das lässt den ja schon jetzt despawnen. Toll. Okay, ich habe, glaube ich, eine Idee, wie das geht. Nee, niemals. Das geht, glaube ich, nicht so. Ey, bin ich gerade echt zu blöd dafür? Hier ist nicht noch... Hier ist nicht so einer. In dem Raum ist nicht so einer. Definitiv nicht. Unten kann ich mir auch nicht holen, oder? Nee, das kann nicht gehen, was ich mir gerade gedacht habe. Das kann nicht gehen. Zumindest glaube ich das nicht. Ah, wie soll es denn sonst... Hä?
Nach oben kann ich nicht mit der Schießzunge machen. Nee, geht das? Das geht nicht. Nach unten auch nicht. Ich fürchte, ich muss gleich nachgucken, weil ich bin gerade echt ratlos. Wie soll das denn gehen? Ich dachte mir halt vorhin, ich muss... Nee, nein. Das geht eben nicht, wie ich mir dachte. Ich muss vielleicht die hier runterholen, dass ich quasi auf den... Ich weiß jetzt echt nicht, wie das gehen soll. Verpiss dich. Hä, bin ich blöd? Wie soll das gehen? Erstmal ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Kann ich euch fressen? Keine Ahnung. What the? Was? Nein! Da schaffe ich das auf eine ultra kranke Weise, den Steinblock da hoch zu dingsen. Und dann sterbe ich so. Ernsthaft jetzt. Ich sag da einfach nichts zu. Ich sag da einfach nichts zu. Ach. Ey, wie kommt man auf so eine kranke Idee? Ey, das Level als ein Sternenschwierigkeit einzustufen, ist ja mal... Was? 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 Nein! Das ist halt 6 Sterne gefühlt. Ein Sternenschwierigkeit, na klar. Erstmal auf die Idee hier zu kommen, das so zu machen. Ey, warte, geh weg. Es geht nicht mal. Unfassbar. Ey, wie kommt man auf sowas? Ey. Diese Firma, Nintendo, ist einfach komplett krank im Kopf. Oh, das ist hübsch. Wir machen im nächsten Part weiter. Ich bin für den Part gebrochen. Tschüss. Tschüss. Wie kommt man auf sowas? Tschüss. Krank einfach nur. Einfach nur krank.